Guten Tag und willkommen zurück zu Hyrule Warriors Zeit der Verheerung. Ich denke, ich werde heute ein bisschen kürzeren Part machen. Nicht so viel Bock auf das Game, aber ich habe jetzt schon, ich meine, 2 Tage müssen es gewesen sein. 2 Tage nichts mehr hochgeladen und ich würde gerne so langsam mal wieder was bringen. Also die maximale Pause, die ich eigentlich nur machen wollte, war ein Tag. Aber jetzt waren es schon wieder 2 Tage, die ich nichts hochgeladen habe. Und die kann ich eigentlich nicht bringen. Wenn ich das Ding hier vernünftig durchziehen will, dann geht das nicht. Dann geht das auf keinen Fall. Vor allem, ich habe ja auch noch ein paar... Oh, ich muss mich... bisschen beeilen. Ich habe ja auch noch ein paar andere Projekte geplant. Und da kann ich dann nicht einfach hier warten, bis ich irgendwie eine Woche lang nichts mehr aufgeladen habe. Sondern komm schon. Man muss dann vernünftig was bringen hier. Zum Teufel. Warum verkloppt der Typ mich so? Komm, jetzt hauen wir ihm aber auch ein paar rein. Ah, wir hatten ihn sogar fast gedownt. So, jetzt aber. Ich weiß nicht, was mich die ganze Zeit so gebumst hat hier. Es könnte sein, dass da Octoroks waren, aber ich hatte absolut keinen Bock, mich erst um die zu kümmern. Und haben wir da gerade 10 Saphire bekommen? Und stand bei den Saphiren Frostflügler? Hä? Wurde das gerade irgendwie falsch angezeigt oder so? Ach, komm schon, ey. So, weg mit den Viechern. Was ist da denn gerade passiert? Und die kriegen jetzt richtig aufs Maul. Oh mein Gott, ist das ein Durcheinander hier. Oh, gerade noch so. Gerade noch so in Time. Und schon wieder. Schon wieder von ihm aufs Maul bekommen. Aber wir haben jetzt zumindest mal einen Down. Und er braucht, glaube ich, Stasis. Hallo? Ach so, habe ich noch nicht ab. Ja, wunderbar. Aber er ist auch down. Wunderbar. Das Tor hat sich geöffnet. Und wir können weiter. Oh, hier war doch ein Eispyromagus. Dachte, der wäre schon im Raum davor, also gerade in dieser kleinen Arena gewesen. Aber ich habe dann seine Leiste einfach nur durch die Wand gesehen. Auch schön. Und er war sogar echt easy. So, gehen wir weiter. Wie hoch geht's? So, okay. Erfolg, das war's? Nein. Okay. Der hat mich dran bekommen. Ich dachte, das wär's jetzt gewesen. Oh, shit. Ja, ich hätte jetzt erst die, das Modul benutzen können. Weil er gerade halt damit angegriffen hat. Aber habe ich zu spät gesehen, leider. Und jetzt können wir es aber benutzen. Und können ihm den ersten Schmetterangriff reindrücken. Okay, er hat anscheinend 2 Leben.
Gerade so, ne? Gerade so. Aber es hat ihm nicht wirklich Damage gemacht. Nein, was machst du, Link? Und Eis. Ja, ja, komm, 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 komm. Noch den vierten? Jawohl. Den vierten konnte ich ihm noch abnehmen. Und haben auch richtig wieder eins aufs Maul bekommen, aber ist nicht schlimm. Okay. Jetzt drücken wir ihm nochmal eine rein. Und dann dürfte es auch gewesen sein. Komm, Schmetterangriff. Oh. Knapp. Aber ich denke, jetzt kriegen wir es. Vor allem nochmal hier mit dem Blitzstab. Und da ist er down. Über die Hebraberge. Sieg. 504 Rubine. Das ist einiges. Und wir kriegen zwei Schwerter. Und war das jetzt... Das würde ich gerne sehen. War das ein Anzeigefehler? Ach nein. Ach so. Es sah nur so aus wie der Saphir. Ah, das sind Schmetterlinge. Ich hatte bei Frostflügler an Fledermäuse gedacht. Also an diese Frostfledermäuse. Und dachte dann, das ist doch keine, das war doch kein Fledermausflügel. Aber okay. Ich verstehe schon. Na gut. So, jetzt mal schauen, was gibt es hier noch so zu tun. Da drüben ist schon wieder eine kleine Mission erschienen. Aber das wär's dann auch. Ich denke, das wär's dann auch. So, lass mal Link machen. Und wir geben ihm wieder... Ja, ich denke, wir geben ihm mal die... Zweihänder hier. Reise-Zweihänder. Mhm. Leben. Ich hätte eigentlich gern Angriffsgeschwindigkeit. Kriegen wir das dazu? Ja, ich glaube schon. Ich bin mir jetzt nicht sicher... Aber das dürfte dann dazukommen, da rechts. Ja, komm, machen wir es mal. Soldatenschwert. 40. Angriffsstärke 40 haben wir jetzt schon. Und ich denke, wir können das sogar noch ein weiteres Mal upgraden. Dann machen wir es auch direkt. Und zwar hier mit dem schönen Boomerang. Na... Ich glaube, die Angriffsreichweite und Geschwindigkeit und so weiter. Ich glaube, das war schon drauf, oder? Ja, ich glaube, das war schon drauf. Wir haben da nicht wirklich was geupgradet. Ist auch egal. Das reicht uns auf jeden Fall erstmal. Die Waffe ist stark genug. Und... Jetzt können wir... Ach, Moment mal. Nein. Nein, okay. Hier sind doch noch mehrere dieser kleinen Missionen. Gut, dann schließen wir erstmal. Bitte wechsle die Waffe. Ja, das dachte ich mir nämlich schon. Das dachte ich mir nämlich schon. Deswegen habe ich hier so einen Reise-Zweihänder noch übrig gelassen. Moment mal, was? Nur Lanzen! Oh, das ist Shit. Weil ich hatte eben eine und dachte mir so, nein, wir
Wir brauchen die doch bestimmt nicht mehr. Aber doch. Genau die hätten wir jetzt gebraucht. Du darfst keinen Treffer einstecken. Okay. Und keine Heil-Items brauchen wir aber auch nicht, weil wir sowieso nicht getroffen werden dürfen. Vielleicht kriegen wir ja eine Lanze aus dem Fight raus. Mal schauen. Wäre auf jeden Fall sehr lucky. Dann könnten wir direkt das Hauptgebiet abschließen. Also erstmal abschließen. Es werden wahrscheinlich hinterher noch Missionen dazukommen. Aber dennoch. Dann wäre es jetzt erstmal abgehakt. Und könnten wir endlich weitermachen. Also im nächsten Part könnten wir dann weitermachen. Mit der Hauptmission. Schlacht beginnen. Besiege die Bogblins, ohne von einem Angriff getroffen zu werden. Okay. Die können... Ich bin mir nicht sicher, aber können die nicht auch ihren... Ja. Die können auch ihren komischen... Wurfangriff da machen. Ah. Ja, okay. War's das? Nein. Das war's noch nicht. Aber ich denke mal, wir dürften die ganzen Wurfangriffe jetzt abgebrochen haben. Nein! Ach, scheiße. Wie er dann auch direkt aufs Maul fliegt, ne? Ach so, wir können ja aber direkt weitermachen. Ja, das finde ich irgendwie ein bisschen lame. Man hätte dann direkt zurückgesetzt werden müssen. Weil die Mission ist leicht genug. Auch wenn ich jetzt aufs Maul bekommen habe. Ich habe einfach nicht schnell genug reagiert. Ich hätte einfach Dizzen da machen müssen. Und dann wäre es vorbei gewesen. Ja. Bocklanze. Reicht das? Ehrlich gesagt auch sehr peinlich, dass... Oh, eine Soldatenlanze. Okay, ja gut. Die können wir auf jeden Fall dann benutzen. Weil die Bocklanze wäre jetzt etwas schwach gewesen. Nur 8 oder 9 Attack Damage oder was das waren. Aber zum Glück haben wir noch die Soldatenlanze bekommen, worauf ich ja auch spekuliert habe. Und jetzt können wir diese eben direkt im Fight benutzen. Ja, brauchst mir nicht andauernd sagen. Ich weiß schon. Soldatenlanze, alles klar. Dann geht's los. Drücke ZR, um einen rasanten Blitzstoß auszuführen. Diese Technik kannst du sogar während eines Angriffs anwenden. Okay. Interessant. Hervorragend geeignet für gezielte Angriffe, während du an einer Stelle stehst. Kombiniere dies mit Attacken, die aufgeladen werden müssen, wenn du dich bewegst. Fahrende Händler, als jeder in Hyrule kooperiert, um sich der Verheerung entgegenzustellen, wird auch die Genossenschaft der fahrenden Händler gegründet. Okay. Die Lanze ist aber gar nicht so scheiße. Die Lanze ist gar nicht so scheiße. Alles klar. Moment, wir können gedrückt halten. Und dann... Okay. Okay, das ist...
Das ist echt nice. Also die Lanze gefällt mir echt ganz gut. Bisher. Ich sehe da noch nicht wirklich den Nachteil von der Lanze. Ich meine, wir können wahrscheinlich... Wir haben wahrscheinlich nicht so viel Bewegungsfreiheit, gehe ich mal von aus. Ich meine, wir können immer noch jumpen und so weiter. Wobei, ehrlich gesagt, also wenn man sich die Moves so anschaut, die sind schon besser als von einem Schwert, oder? Ich weiß nicht, ob die Lanze einfach generell leichter zu bedienen ist oder ob ich damit eben einfach nur besser klarkomme. Aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass sie generell leichter zu bedienen ist. Aber dieser Ausfallschritt gefällt mir auch, den man damit machen kann. Weil man damit eben dann nochmal so ein bisschen vordashen kann, nachdem man hier den schweren Angriff gemacht hat. Und somit kann man dann auch in einen weiteren Bereich vorstoßen und die Gegnermassen, die vor einem stehen, direkt dann mit angreifen. Aua. Okay, das hätte mich eigentlich treffen sollen. Oder treffen müssen. Aber nun gut. Hat's nicht getan. Who cares? War easy. Erhöhter Verkaufswert, okay. Ich weiß nicht, sind die speziell dann dafür da, um verkauft zu werden? Weil wirklich Geldprobleme hat man ja jetzt nicht in dem Game. Ob es dann nochmal solche Items gebraucht hätte? Wir sollen das machen. Na gut. Dann machen wir das. Die Lanze hat mir eigentlich relativ gut gefallen. Nur, wir haben jetzt schon so ein extrem krasses Schwert. Ich schau mal, was das bringt, die zu kombinieren. Schmiede. Kombinieren. Und dann hier von Link dieses mit dem Teil. Stärke 27 hat es dann. Angriffsreichweite, okay. Monsterteile, Schaden in der Luft. Ja. Ich denke, das machen wir. Stärke 30. Die Lanze hat mir jetzt echt gut gefallen. Auch wenn das vielleicht ein Waste ist. Ich meine, nicht ganz so schlimm. Schätze ich mal. Wir klatschen die Dinger jetzt einfach nur noch drauf und dann haben wir... Zum Teufel? Ich weiß nicht, ob man das gerade in der Aufnahme gesehen hat, aber es gab echt einen fetten Hänger.
Das heißt, ich denke, ich werde vorsichtshalber mal einen kleinen Cut machen. Also wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. So, Leute, da bin ich wieder. Sorry dafür, aber musste sein. Ich habe jetzt keinen Bock, dass irgendwie das Audio desynchronisiert ist oder dass das Bild dann irgendwie am Rumspacken ist. Will ich nicht. Habe ich keinen Bock zu. Deswegen einfach der kleine Cut und dann können wir weitermachen. Ach so, Moment. Jetzt mal schauen. Empfohlener Level 15. Empfohlener Level 17. Ich würde dann lieber erstmal dieses Ding hier machen. Bevor wir jetzt noch weiter aufleveln. Und es dann noch einfacher wird. Soll ja auch irgendwo noch anspruchsvoll sein. Auch wenn es das lange nicht mehr ist. Ja, Äpfel. Süße, leicht zu tragende Äpfel sind perfekt, um sich auch inmitten einer Schlacht damit zu stärken. Gebacken sind sie noch aromatischer und schmecken hervorragend. Kann man das auch machen? Oder ist das jetzt einfach nur so ein, keine Ahnung, so eine Ausschmückung des Satzes, dass der nicht so karg wirkt? Ich weiß es nicht. Vielleicht ist das aber auch eine Anspielung, will ich fast sagen. Ein Hinweis auf die Rezepte, dass die Rezepte mit Äpfeln besonders gut geeignet sind. Wenn es die überhaupt gibt. Ich weiß es nicht. Ich habe bisher, glaube ich, immer nur den Fisch gemacht. Weil der einfach verdammt gut ist. Die Lanze hat schon Style, oder? Also sie ist schon echt geil. Durch den Fisch, den wir andauernd gemacht haben, haben wir halt immer weniger Damage bekommen. Und das ist auch ganz geil bei den, ja, genau bei solchen Viechern wie dir. Gerade wenn ihr gespammt werdet, dann seid ihr echt nervig. Also wenn mehrere dieser fetten Gegner auf einmal auftauchen, gerade dann lohnt sich dieser Backfisch oder Schmorfisch oder was das war. Ich weiß es jetzt nicht. Deswegen habe ich den immer ganz gerne genommen. Und jetzt böllern wir ihm richtig eine rein. Zack. Ja, Moment. Warte eine Sekunde, Bruder. Down. Dachte, jetzt kriege ich richtig die fette Schelle. Aber er hat zum Glück einmal verfehlt. Ich konnte dann direkt mit Stasis eingreifen. Die Lanze ist echt krass, was für Möglichkeiten man damit hat. Ach, Moment mal, man hat kein Schild. Ja, okay, das ist natürlich blöd. Aber ich benutze generell, ich habe generell noch nie wirklich das Schild benutzt. Oder den Schild, besser gesagt. Also ist das jetzt auch nicht wirklich eine große, ach komm schon, ey. Eine große Einschränkung für mich. Ah. Jawohl. Wunderbar. Ich
habe es tatsächlich mal geschafft, den Attackennagel rauszubekommen. Ich dachte, ich krieg jetzt schon wieder aufs Maul, aber nö. Ach, scheiße. Jetzt habe ich aber richtig auf... Okay, nochmal. Konzentration. Ja, na, guter Versuch, würde ich sagen. Aber anscheinend war es nicht genug. Hallo, Link. Ja, er wollte einfach gerade nicht. Keine Ahnung. So. Und damit dürfte er jetzt auch down sein. Zack. Du hast die Vorposten erobert. Warst das schon? Ja. Anscheinend. 552 Rubine nochmal. Also, wie gesagt, man hat hier echt keine Rubinprobleme. Vor allem, wenn man dann nochmal am Ende 400 Rubine drauf bekommt. Aber trotzdem würde es mich jetzt nochmal abschließend interessieren, wie viel Geld man durch diese speziellen Items bekommt. Oder habe ich die jetzt schon gemerged? Habe ich das Ding gemerged? Der Hyrule Manöverplatz. Ja, nee, brauchen wir nicht. Einfach aus dem Grund, weil wir sowieso schon relativ OP sind. Ja, anscheinend habe ich das Ding gemerged, aber ich denke mal, das wird nicht das letzte Mal sein, dass wir so eine, ja, dass wir so eine Waffe mit erhöhtem Verkaufswert kriegen. Das heißt, wir werden jetzt erstmal den Part beenden und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir dann in einem der nächsten Parts schon wieder so eine Waffe bekommen werden und können wir auch nachschauen, wie viel die wert sind, für wie viel die verkauft werden können. Mal schauen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.